Kann doch eine Milliarde Dinge bezogen sein. May they rot where my arrows rain. Welcome to Summoner's Rift. Striezel mit Salami. Was zum Fick ist eine Striezel? Nach dem Furzen Heureka rufen. Ja. Klingt geil. Und der Chat, ist es auch so, dass euer Vater einfach abnormal laut gähnt? Ohne Grund. For some fucked up reason. Warum ist das auch so? Das ist auch so ein Männerding. Warum? Warum ist das so? Warum? Nein, beim Niesen. Ja, Niesen auch. Warum ist das so? Wer hat das erfunden? Wer hat das eingeführt? Warum haben alle Männer sich irgendwie dazu entschlossen, dass sobald sie Vater werden, sie das machen müssen? Woher kommt das? Minions have spawned. Ich habe keine Ahnung. Es ist komplett useless und weird, aber irgendwie auch lustig. Muss einfach so der Urvater der Väter sein, der einfach gesagt hat, wenn wir gehen und niesen müssen, dann muss es die gesamte fucking Welt erfahren. Wenn dann nicht die Wände wackeln und die Türen klappern und die Zähne ebenfalls, dann glaubt mir doch keiner, dass ich wirklich genießt habe oder müde bin oder was auch immer, genau. Why? Warum? Warum ist das so ein Allrounder-Ding? Warum ist es auch vor allem so akzeptiert, dass jeder von uns das weiß und kennt und wir es einfach alle akzeptiert haben? Why? Ist doch fucked up. Gibt's auch so ein Mütterding, was so immer Mütter machen? Meine Mutter hat zum Beispiel die seltsame Angewohnheit, ich weiß nicht, ob eure Mutter das vielleicht auch haben, einfach in der Mitte des Satzes den Raum zu verlassen. Und ich weiß nie, das ist so weird. Warum macht sie das? Redet mit dir und auf einmal geht sie einfach. Hä? Warum? 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 I don't know. Das ist genau wie mein Vater, wenn er geht. Ich verstehe es auch nicht. Ist das so ein Mütterding? Dem Mutterpatch hochgeladen, mit dem Vaterpatch halt das laute Gehen hochgeladen wird. So random. Und dann hast du sie halt nicht verstanden. Dann ist sie sauer auf dich, das nicht verstanden. Also sie ist nicht sauer, aber sie ist so ein bisschen so, boah, hast du mir nicht zugehört? Hä? Du bist legit einfach gegangen. Was wir auch nicht gehört haben. Gibt keinen Sinn. Ich bin genauso. Bist du schon Mutter, Leni? Oder wie? Weil sonst hast du keine Ausrede. Du musst Mutter sein, sonst keine Ausrede. Sonst. Oh! Weiß gerade, der meine Dinge jetzt reingelaufen hat, mir Free First Strike gegeben. Junge. Ich darf halt nicht sagen, dass sie fällt wie du, mein Freund. Nice! That's very nice. Ja, normal geht das. Back to base! Ja, ich gebe Trino ein paar Longi-Sordis. Namen rufen, dann nicht mehr antworten. Ja, das ist auch Klassiker, aber das kennen wahrscheinlich nur Leute, die in einem Haus aufgewachsen sind. Hat jetzt auch nicht unbedingt. Damit das kann nicht jeder zu relaten, dass deine Mutter so irgendwie einfach dich ruft, du rufst zurück und sie antwortet nicht mehr. Womit sie ja basically einfach nur Dominanz etabliert. Das ist quasi der Mutter-Move, die sagt, deine Zeit ist weniger wert als meine. Du kommst jetzt, wenn ich dich rufe, wie so ein Hund und kommst runter. Und dann rennst, dann musst du halt hingehen. Und da musste sie fragen, warum sie sich gerufen hat. Dann sagt sie so, keine Ahnung, gib mir die Fernbedienung, die so 2 Zentimeter von ihr entfernt liegt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und meine Wahrscheinlichkeit nach hat sie auch recht. Wahrscheinlich ist ihre Zeit mehr wert als die andere, also ne? Als die League of Legends Runde.
I say I'm not like the others. Eine erziehende Maßnahme. What if I say I'll never surrender? An enemy has been slain. Wo ist die Soraka? Ah, da ist sie. Okay. Ein Poki auf die Soraka gefällig? Ja, sehr stark. Ich habe gerade den Drake, Vegos Topside. Ja, wie sind wir zu dem Thema jetzt überhaupt gekommen? Es ging doch eigentlich erst um Handys. Weil man auf Toilette kacken muss, weil der Billionär jünger werden will. Nein, nicht Billionär, mehr der. Auf Deutsch. Oh, wenn das hätten würde, wäre es echt schon wieder fett geworden. Sowas nicht wirklich gut. Nice. Aber sogar durchgegangen, weil die halt der einzige Weg ist, wie die überleben können, ne? Die haben nicht Damage, mich zu killen, also finde ich einfach den anderen Typen zuerst. Ja, Soraka, bann doch mal Twitch, du Loser. War das besser für dich? Hä? Gewinnchancen gegen. Oh, also die Cannon gelastet zumindest, aber der kein Stack. So, wir gehen Base für Opportunity. Also Richtung Opportunity nehme ich an. Es ging um Chicken Wings. Ja, das war aber nur eins von vielen wichtigen Themen. Eigentlich ist Social Media auch so eine gute Grundidee und es ist so kack Umsetzung bzw. Realität. Was heißt Umsetzung? Social Media ist schon nicht so geil, gell? Das wissen wir auch alle. Wir alle haben diese Grundhaltung und trotzdem nutzen wir es alle sehr viel, right? Dann haben wir komplett einen Social Media abstinenten. Nee, gibt's ja gar nicht. Twitch ist auch eine Form von Social Media. Also egal, wenn ich hier frage, er kann nicht Nein sagen. So, warte, können wir hier halt int werden? Silence into Jin W und dann into Jin Ult. Deine Bosser Timo, vielen Dank für deinen Sub, willkommen. Danke dir. Dein Kopf drin. Sag es mit, der wird so gnadenlos durchgedeift jetzt, der Dude. Lego ist hier. Wir gewinnen Tobi Tour gegen die beiden. Soll doch kämpfen kommen. Warum fightest du das nicht, Senna? Rock doch! Fighter! Es ist ein Free Win! Und man muss sie zu ihrem Glück zwingen. Ich mag das nicht. Die ist echt so nach hinten gelaufen. Er hätte mich sterben lassen, wenn ich sie nicht zu ihrem Glück gezwungen hätte. Aber man lässt sich zu ihrem Glück zwingen. Immerhin das. Gut. Deine Professor Timo. Vielen Dank für den Zapp. Was hab ich schon gesagt? Das ist wie mein Dude. Double Onslaught und wir gehen auf Führer mehr Damage. Nehmen wir den nächsten paar Platten auch noch. Bam, bam, bam. Warum auf einmal Varus? Weil die Soraka Twitch gewandt hat. Wenn der nächste AD Carry in der Liste ist, dann einfach Varus. Und es gibt keinen AD Carry mit U. Da gibt es ja, glaube ich, eine U-Gott und U-Dier. Und dann gibt es halt als nächstes mit V Varus. Dann Vayne. Yeah. Aufpassen, ich bin noch Imba hier. Ich kein Flash mehr. Aua.
Lost in the dance. Gut, der Curse ist bestimmt möglich. Klar, kannst alles mögliche überall spielen, aber das ist nicht der Sinn der Challenge. Kannst auch Yumi Toplane spielen. Das geht. Kannst sogar Yumi jungeln. Aber der Sinn der Challenge war ja quasi, einem jeden Main auf seinem Champion ein Video zu geben, auf der möglichst gespielten Rolle der Personen auch. Von daher. Ich habe irgendwie ganz viele Animationen gefühlt nicht. Oder ist das just me? Irgendwie ich sehe auch den Center Root gerade gar nicht wirklich. Ich habe den Center Root nicht gesehen. Den Rapper hat letzte Runde auch keine Animation für. Ist irgendwie weird. Exhaust haben wir auch keine Animation für. Weird. Ghost Rule Richard genervt. Ja, ich glaube, ich würde nächstes Mal auch wieder Heal nehmen. Getrollt mit Ghost. Ist true, ist true. Bisschen Autopilot gewesen. Aber hat auch schon, also war die Sonde auch okay bisher. Keiner spielt ja hier, vielleicht hätte ich Barrier gehen können. Noch eine Wave oder wir töten die? Je passe, je t'aime. Können wir das hoppen hier, maybe? Unser Item fertig. Wer ist das Lied? Französische Worte. Gib Maitre Gims ein und dann ist aber sein erfolgreichstes Lied. I think. Vielleicht ist es auch Better sein erfolgreichstes Lied, kann auch sein. Damage? Kommt auch noch Damage oder ist es kein Damage? Alright. Game sieht ziemlich over aus. Wir sind uns auch echt Leute, wir müssen mit den halten, wenn ich nochmal Text-Speed habe, um Turm zu retten hier. Sieht over aus, weil es over ist. Wir haben so dominiert. Wenn man zwei das hat, bevor der Tränen auch nur andere zwei durchgesteckt, das weiß man, das Game läuft super. Ich gewinne! Let's go! Der Cleaver-Sand habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ja, zurück zu wichtigeren Themen. Zurück zu Windeln. Wartet ihr das letzte Mal eine Windel an, Chats? Habt ihr mal eine LAN-Party gemacht, wo ihr eine Windel hattet? Also halt seriös eine LAN-Party mit einer Windel? Damit ihr einfach nicht auf Toilette gehen musstet? Also ganz seriös. Nicht jetzt im Joke, sondern wirklich. Gab es irgendwie im Chat, der es mal gemacht hat? Jetzt gerade. Cringe. Wie sie in den Wurf gekämpft hat. The fuck is this? The fuck is this? Ich bin ein. Eine Flasche habe ich schon mal gemacht. Ich bin ein Flaschenkind beim Autofahren. Really? Beim Autofahren? Interesting. Also,
das Süchtigste, was ich mal gemacht habe, war, ich hatte es auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, ich habe eine Koffeintablette genommen bei einer LAN-Party, weil ich wollte unbedingt, es kam gerade in 4-Story die neue Erweiterung raus, man konnte, glaube ich, Level 90 werden, weil Gore rauskam und ich wollte durchgrinden. Jetzt habe ich eine Koffeintablette genommen, als wir bei Martin zu Hause waren und ich hatte die ganze Zeit Durchfall. Für bestimmt 10 Stunden oder so. Und dann habe ich mal auf meinem Laptop, da habe ich einen Laptop genommen und ich konnte auf der zweiten Toilette weiterzocken. Das hat trotzdem geklappt. Und dann saß ich auf der Toilette für bestimmt 5 Stunden in Folge. Dann dachte ich so, dass es fertig wäre, das Thema. Und dann bin ich von der Toilette runtergegangen. Und dann ging es wieder weiter. War nicht geil. Ja. Aber das war quasi das Süchtigste, was ich je gemacht habe. Ich habe auch Stories gehört von ein paar Freunden so im Blumentopf gepinkelt. Scheinbar Klassiker, weil sie nicht den Weg zur Toilette gehen wollten. Deswegen im Flur war irgendwie ein Blumentopf. Toilette war eine Tür weiter. War zu weit. Blumentopf, kein Problem. Die Pissschublade von mir Freddy erzählt natürlich, dass er seine Schublade mit Aluminium ausgelegt hatte, mit so Aluminium-Alufolie, um reinzupinken. Ja gut, ne? You do you. Und da habe ich noch einige andere wilde Stories gehört, die vielleicht auch eigentlich gar nicht für den Stream so gut sind. Zu viel vielleicht. Aber ja, die Koffeintablette war das Krasseste, was ich gemacht habe, definitiv.